Hallo und willkommen zu einer gemütlichen Runde Survival Fountain of Youth. Schön, dass du in diesem Video mit dabei bist und vielen Dank an alle, die meine letzten Videos angeschaut haben. Wir sind unterwegs in der Puma-Region und erkunden die umliegenden Inseln. Wir sind im Korallenriff und dort haben wir zwei Truhen entdeckt. Wir werden hier auch nochmal eine Kartierung machen. Ich denke, da wird es noch mehr geben. Aber jetzt holen wir uns erstmal die eine Truhe ab. Ich muss einen vorsichtigen Weg hier runterfinden, zu unserem Schiff zurück. Dann bin ich mal sehr gespannt, was uns in den Truhen erwarten wird. Eventuell müssen wir sogar mal zurück auf die Kupferinsel, um unser Schiff zu leeren, denn wir sind wirklich ziemlich voll. Wir haben alleine 26 Stück Eisenerz an Bord. Das ist ein wahnsinniges Gewicht. Wir schauen, dass wir die richtige Richtung kriegen. Ja, das sieht schon mal gut aus. Wieder sehr starker Wellengang. Ja, wir sind schon da. Ab ins Wasser. Da ist ein Rochen. Ein Teil von einem Schiff. Eine alte Truhe. Marinemantel. Oh. Da hat mich der Roche erwischt. Uiuiui. Das war knapp. Wir gehen zurück zu unserem Boot. Lasst uns doch mal den Marinemantel näher anschauen. Was haben wir hier? Schutz vor Sonne, Schutz vor Wind, Schutz vor Regen, Schutz vor Kälte. Im Vergleich zu unserem Jacke mit Kupferplatten bietet der sehr guten Schutz vor Kälte, der vor Hitze, aber nicht vor Kälte. Reduziert außerdem die Chance verwundet zu werden und die Chance auf Vergiftung. Nur um 5%, da ist unsere Jacke mit Kupferplatten besser. So, wir machen kehrt. Wir gehen um diese Steinformation herum. Da vorne seht man leichtes Licht. Wir müssen eher hier rein. Wir kommen dem Ganzen näher. Wahnsinniger Seegang. Wir halten hier an. Ja, das passt ziemlich gut. Können wir eine Kartierung machen? Ich weiß nicht, ob wir hier was entdecken. Eher nicht. Okay. Nur die Truhe. Lasst uns mal rein. Es sieht so aus, als wäre hier nochmal der restliche Teil von dem Schiff. Hier ist die Truhe. Ja, Seile aus Häuten und eine Salbe. Schnell weg von dem Rochen. Glaube ich, habe die Harpune nicht dabei, oder? Nee. Wir müssen uns eine bessere Harpune bauen. Da ist unser Kanu. Wir haben Schnupfen. Hier. Hibiskusblüten. Dann hätten wir den Bereich auch. Wir gehen weiter. Ich denke, hier auf den Felsformation werden wir nichts mehr entdecken können. Und ein neuer Ort. Oh wow, okay. Die neblige Insel. Das ist eine riesige Inselformation. Ich sehe hier schon eine Truhe. Auf welche Gesteinsformation könnten wir hoch? Die eventuell. Für eine Kartierung.
Der höchste Punkt, immer wichtig. Was sehen wir da in der Ferne? Welche Insel ist denn das? Da wollen wir auf jeden Fall hin. Jetzt gehen wir aber erstmal runter und holen uns diese Drohnen ab. Ich war gerade etwas ratlos, wo unser Kanu ist. So, schön vorsichtig. Die erste Truhe. Müssen wir einmal kehrt machen. So, in diese Richtung etwa. Hallo, mein Guter. Oh, hier ein Schiffsteil. Befindet sich die Truhe im Inneren? Gut möglich. Ja. Ein Kupfermesser. Komplett zerstört, aber können wir durchaus reparieren mit Kupferbarren. Die nächste Truhe hätten wir hier unten. Wir wollen aber erstmal schauen, warum auf der einen Insel Licht leuchtet. Was es damit auf sich hat. Ja, wobei. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wir holen uns erst die Truhe, weil wir müssen eh schauen, wo wir landen können. Und rein ins kalte Nass. Direkt zwei Rochen. Ein Medizinkit. Sage ich nicht nein? Ich glaube, wir können uns auch mal eine Bandage gönnen. Oder ein anderes Heilmittel. Wir haben hier schon ein bisschen Schaden. Acht Gesundheit. Ja, komm, eine Bandage. Unsere Gesundheit etwas nach oben pushen. Oha, wir kentern gleich. Wo können wir an dieser Insel anlegen?
Lande auf der nebligen Insel. Da wären wir. Oh, was greift da schon an? Fledermaus. Komm her. Ich bin vergiftet. Da liegt sie. Gift hier. Verbessertes Skorpiongift. Dann wollen wir doch hier direkt mal schauen, was wir findet. Ein Haufen Schrott. Logbuch des portugiesischen Schiffes. Ja, ihr kennt es. Ich scroll langsam runter, dann könnt ihr pausieren, wenn ihr euch den Text durchlesen möchtet. Mehr scheint es hier nicht zu entdecken zu geben. Okay. Wollen wir hier unten eine Kartierung machen? Hat nichts gebracht, war klar. Also es sind einige Schiffe hier gebürstet auf der Insel. Komme ich den hier hoch? Glaub nicht. Was haben wir hier? Tafel der Wikinger. Das sieht nach Obsidian aus. Ich würde hier echt gerne Kartierung machen, aber ich finde keinen hochgelegenen Punkt. Logbuch des französischen Schiffes. Wir könnten hier schlafen. Ne, die Kartierungen auf der Höhe sind völlig sinnfrei. Das bringt gar nichts. Hier hat sich jemand erhängt. Kochbuch von Apicius. Hier oben wird auch der Nebel besser. Ein Harpyennesch, die wird uns eventuell angreifen. Wasser des Lebens. So, eine Kartierung. Ja, die war schon besser. Wenigstens ein Teilbereich freigeschaltet. Die Insel ist wirklich sehr neblig. Ein paar interessante Objekte warten hier noch auf uns. Wir gehen außen rum, dann kriegen wir keinen Schaden. Ein holländisches Schiff hat es auch noch genommen. Portugiesisch, Französisch, jetzt ein holländisches. Also die Insel scheint eine
besondere Anziehungskraft zu haben. Ah, Fledermäuse. Und vergiftet. Ist gar nicht gut. Ich habe kein Gegengift mehr. Mal schauen, vielleicht geht die Vergiftung von alleine weg. Plan für Dolch des Seefahrers. Ich hätte jetzt gedacht, wir kriegen ein Herstellungsobjekt. Sieht nicht so aus. Hier haben wir einen Angelplatz. Ja, der Weg führt hier hinten weiter. Weißer Schakal. Weiße Schakalhaut. Nehme ich auch mal mit. Da oben könnten wir eine schöne Kartierung versuchen. Ist ein hoher Punkt. Wenn wir drauf kommen. Ah, perfekt. Wir haben, glaube ich, fast die ganze Insel entdeckt. Hier haben wir sogar noch eine Truhe. Dieser Bereich hier hinten könnte noch fehlen. Die Truhe holen wir uns nachher. Wir müssen ja eh zurück. Oh, hier wieder einer dieser Bäume. Wo Skelette dranhängen. Eine Steinablagerung. Was haben wir hier? This island can horrify even the most experienced sailor. Our historian, Jose de Ruiz, had to investigate the fogs and shipwrecks here. I don't know what happened to the scientist, but his remains are now hanging from this tree. It doesn't look like the work of the same killer. Du hast die Geschichte der Puma-Region abgeschlossen. Du hast den Handlungsstrang dieser Region beendet und kannst nach Ponce de Leon und dem Rest der Mannschaft in einem kommenden Spielupdate suchen. Erkunde die Welt und entwickle deine Fähigkeiten in deinem eigenen Tempo weiter. Dir stehen noch viele Abenteuer bevor. Ja, damit hätten wir das Story-Update aus dem Content-Update durchgespielt tatsächlich. Nichtsdestotrotz haben wir hier noch ein paar unbekannte Orte, die erforschen wir natürlich weiter. Und wir wollen auch unsere Basis weiterbauen. Also wir sind noch nicht am Ende. Es wird noch ein paar Folgen geben. Da hängt der Arme. Ein weiterer Puma-Trank. Ja, wir gehen hier mal das Gestein nach oben. Es gibt ja noch das eine Lagerfeuer, welches man von unten gesehen hat. Ja, da ist es auch. Was haben wir hier? Teil einer Karte der Einheimischen.
Essen, trinken, schlafen. Ja, wir essen mal. Ich habe leider echt nichts gegen. Ich habe leider nichts. Können wir hier hinten noch eine Kartierung versuchen? Ja, jetzt haben wir den Rest der Inselgruppe hier auch noch. Perfekt. Wir kehren zurück. Wir holen uns. Ich habe die Medizintasche. Hier, Medizinkit. Verwenden. Wir holen uns die Truhe. Und dann machen wir einen kurzen Abstecher zu uns zurück auf die Kupferinsel. Wir fangen dort mal an mit Schmelzen. Und wir müssen neue Medizin machen, gerade Vergiftung. Ich habe nichts mehr gegen Vergiftung. Was haben wir hier hinten noch? Das Tagebuch des Mörders. Ja, mein Obsidiansperr hätte ich fast vergessen. Ja, die Richtung passt. Da vorne sollte irgendwo die Truhe im Wasser sein. Wir gehen da bei dem Schiff rein, wo das Grab war oder ist. Ja, diese Höhe, perfekt. Dann wollen wir mal schauen, ob wir die Truhe findet. Der Werkzeugsatz, jawohl, sehr nice, ich freue mich, das ist der zweite. Ah, das ist perfekt. Doch, ich glaube, das sollte passen. Damit können wir. Moment, ich zeige es euch gleich in der Herstellung. Wir gehen mal kurz rein. Hier, Schiffe. Die spanischer Schoner. Dafür brauchen wir zwei Werkzeugsätze und wir haben jetzt zwei. Das heißt, wir können das herstellen. Wahnsinn, ich freue mich. Sehr, sehr cool. Die ganzen Eisenwerkzeuge wartet auf uns. Es wird Zeit. Wir kehren zurück zu unserem Kanu. Ich bin am Überlegen, tatsächlich hier auf der nebligen Insel ein Dock noch zu errichten. Ich sollte ja eigentlich noch genügend Baumeisterwerkzeug haben. Kommt, lasst uns das machen. Es gibt hier ja doch auch ein paar interessante Sachen. Gerade hier hin. Und da hätten wir das Dock. Die Schnellreise auf der Insel wäre freigeschaltet. Und jetzt zurück zu unserem Kanu. Es gibt noch drei Orte zu entdecken hier. Wir schlafen mal eine kurze Runde. Eventuell. Naja, wir sind immer noch vergiftet. Aber wir könnten doch eigentlich versuchen, oder wir werden jetzt zu dieser Insel gehen. Wir machen mal eine Schnellreise hierhin. Jetzt sind wir direkt auf der richtigen Seite und können hier weiter.
brauche einen Fledermaustrank. Fledermaussalbe. Die felsige Insel. Da vorne haben wir eventuell einen Anlegepunkt. Ja, das schaut doch gut aus. Habe ich noch Baumeisterwerkzeug? 4, perfekt. Kleinen Dock platzieren. Ich hoffe, das passt so. Ja, sehr cool. Nice. Ja, bevor wir uns weiter auf die felsige Insel vorwagen, machen wir hier einen Cut. Wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.